Sie schwärmen wieder aus mit ihren roten Taschen. Und genau das kritisiert diese Frau. Ich habe oft den Eindruck, dass dieser Equal Pay Day den einzigen Hintergrund hat, dass man für Feministinnen eine Spielwiese geschaffen hat, an dem sie sich einmal im Jahr austoben können. Aber die Probleme der Frauen, egal ob berufstätig oder daheim, werden nicht gelöst. Die Lohnschere von 17%, aber Humbug. Weil es sich hier um einen unbereinigten Lohnunterschied handelt, bei dessen Berechnung wesentliche Faktoren wie Unterschiede der Berufe, Anzahl der Wochenstunden und auch die Qualifikation völlig ausgeblendet werden. Um Lohnungleichheiten auszugleichen, muss die Landesregierung dafür sorgen, dass Frauen eine echte und damit finanziell gedeckte Wahlfreiheit zwischen Kindererziehung und Erwerbstätigkeit haben, dass die Erziehungs- und Pflegezeiten für die Rente berücksichtigt werden und dass die Löhne den hohen Wohn- und Lebenshaltungskosten angepasst werden.